Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Thunderhawk. Was ist zuletzt passiert? Wir haben eine Antenne zerstört. Wir hatten die ein oder andere Auseinandersetzung mit den Heinz. Nun geht's zur nächsten Mission. Ich lade mal meinen Spielstand. So, eine Pilotendiskette einlegen. Letzten Spielstand einmal laden. Das 2. So, und nun ins Briefing von Mission Nummer 2. Sie werden jetzt angreifen und den Rest der Nachrichtenverbindung zerstören. Hat das geklappt, sollte die Arbeit in der nächsten Phase der Operation viel leichter fallen. Na, mal schauen. Dort ist Ihre vorgeschobene Radarstation. Ist sie zerstört, haben wir die Radarüberwachung aufgebrochen. Okay, wie Sie hier sehen können, befindet sich der Turm am Berghang, sodass Sie unter dem Radar anfliegen müssen. Ja, das habe ich in der letzten Mission schon gelernt. Außerdem müssen Sie das Gebäude zerstören, denn nach unseren Informationen lagern dort Waffen und Vorräte. Okay. Ja, dass man seine Nase nach Möglichkeit nicht großartig hoch tragen sollte, weil sie sonst... Es ist eine größere Einrichtung, die schwerer befestigt ist als die vorherige. Nutzen Sie also die Geländedeckung. Ja, wenn man dann allzu hoch fliegt, dann erkennen die einen auch auf dem Radar. Sie haben Startfreigabe für 5.30 Uhr. Um möglichst viel von der Dunkelheit vor Tagesanbruch nutzen zu können. Alles klar, es ist ja dann immer noch dunkel. Viel Glück! Ja, diesmal hat der Kollege auch ein bisschen entspannteren Gesichtsausdruck. Mal schauen, wie es sein wird bei der Nachbesprechung. So, das hier ist... Man kann es halt manuell auswählen, also man kann ihn, den Helikopter halt manuell bestücken oder man drückt halt einfach auf Auto. Ich drücke auf automatische Bestückung. Das wird das Spiel wahrscheinlich besser wissen, was ich dafür brauche. Ja, mal gucken. Ich freue mich. Auch wieder bei Dämmerung. Wo dann? Nacht? Ne, es muss ja dann schon Morgengrauen sein. So, es ist mal. Ich sehe mal zu, dass ich runterkomme. Mit der Höhe. Oh. Nicht ganz runter. So, dann Nachtsicht. Können wir das alles ein bisschen besser erkennen. So, dann habe ich das nochmal nachgelesen, was die beiden, dieses R und das I bedeuten. Das sind Radarstörgerät und Infrarotstörgerät ist das. Und ich muss die Leuchtkugeln und die Radarstörstreifenkartusche muss ich mit
F3 und F4 selber selber aktivieren und wir haben halt von jedem nur 30 Stück. So, dann schauen wir mal. Hand auf, Finger auf die F3 und 4, falls jemand kommt. So, und da oben über dem Kompass, der Pfeil ist praktisch mein Missionsziel und der Strich ist mein Heimatort. Ein nach dem anderen hier. So, das ist das besagte Haus. Genau. Anfliegende Banditen. So, jetzt muss ich mich. Genau. Die ist jetzt vorbeigeflogen, hat man unten links auf dem Radar ganz gut gesehen. Jetzt kommt gleich die nächste. Die ist eingeschlagen leider. So, sehr gut. Den habe ich. Das muss ich, glaube ich, wieder nach Hause. Genau, Blaufalke hat Primärziele zerstört. Jetzt sehe ich gleich mal zu, dass ich gleich wieder runterkomme ein bisschen. Ein Stück wieder im Tiefflug. So, Speed 192, 138er Höhe. Rechts kommt schon wieder einer. So wie ich das sehe. Oh, das war ja einfach. Das war ja wirklich zur Abwechslung mal einfach. Man ist schon ein bisschen angespannt, ne? Wenn man hier so die Steuerung und so ein bisschen alles neu guckt. Immer noch unentspannt. Okay, das hat ja prima funktioniert. Die Einheimischen haben die letzten Widerstände gebrochen und scheinen mit unserer Arbeit sehr zufrieden. Um 13 Uhr ist Besprechung, schlafen Sie ein wenig, wir werden den Einheimischen dann beim Aufbau eines Vorpostens helfen. Alles klar. Ich glaube, ich werde mal speichern. So. Einmal Pilotendiskette einlegen. So, dann würde ich sagen, einmal kurz in die Übersicht. First Lieutenant, Heiko. Und ins Briefing. Dann schauen wir mal. Das Radar hat drei Feindmaschinen ausgemacht, die sich schnell und tief von Nordwesten nähern. Sie sollen sich stellen und alle feindlichen Einheiten zerstören. Auf geht's, schlafen können Sie später noch. Dann mal schauen, aber es dürfte jetzt eigentlich hell sein, ne? So, hier wieder Autobestückung.
So, der F1, also die Stör. Mechanismen einschalten. Ich nicht so hoch. Am fliegende Banditen entdecken. Na, das geht ja schnell. Alter Schwede. Und von hinten auch gleich. F3 oder 4. Mhm. Das ging schnell. Sehr gut. Das ist der nächste. Oh, der ist voll eingeschlagen. Nein. Bitte, bitte, bitte. So. Ich glaube, ich muss den Tag höher. Ja, ja, ja. Ich krieg die Nase nicht hoch, du. So. Alles klar. Also man sieht halt, IRRD-Jammers sind beschädigt. Das ist nicht so schön. Da fliege ich erstmal ein Stück weg. Weil ich kriege meine Nase vorne nicht so weit runter, dass ich... Der bin ich auf jeden Fall ausgewichen, aber ich weiß gerade nicht, wo hier der... Ich habe alle Primärziele zerstört, sehr schön. Dann schnell ab nach Hause. Oh, der bin ich auch ausgewichen. Das ist schon spannend. 16 und 18, also Infrarot und Leuchtspuren oder die Leuchtkugeln habe ich noch ein wenig. Zirkeln hier weiter. Speed 26. Ich glaube, jetzt kann ich ein bisschen runter. Mal schön vernünftig absetzen. Naja, gut.
Super. Na, nicht ganz mittig. Nächstes Mal, ich gelobe Besserung. Mal schauen, ob er zufrieden ist und ob sich sein Gesichtsausdruck mal ändert. Ja, eine beeindruckende Pilotenleistung. Die örtlichen Bodentruppen haben den Rest des Widerstandes ausgeräumt und sind von unserer Unterstützung begeistert. Das freut mich. Super. Ich vermute, der Gegner wird es sich zweimal überlegen, bevor er einen weiteren Angriff unternimmt. Wir verlegen den Vormarsch auf 12.30 Uhr vor. Zweck ist es, die örtlichen Truppen an die Front zu bringen, während wir uns zum Angriff nähern. So, ich würde sagen, nach den zwei anstrengenden Missionen machen wir jetzt hier einmal einen Cut. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Auch gerne ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play oder im neuen Video. Alles klar, bis dahin. Tschüss, tschüss.